Willkommen zum zweiten Teil über die Retro-Pädagogik. Wir werden hier mit dem Raum, dem Material und auch der Projektarbeit einen Blick auf die praktische Arbeit werfen, wobei zur Projektarbeit auch schon einiges im ersten Teil bei den Aufgaben der Erzieherin gesagt wurde. Zunächst mal zum Raum. Das, was hier so aussieht wie Bienenwaben, soll ein schemenhafter Grundriss einer Reggio-Einrichtung sein. Es gibt in der Mitte einen zentralen Raum, von dem aus man jeden anderen erreichen kann. Ich sage dazu jetzt gleich noch mehr, will aber erstmal auf einen anderen Punkt zu sprechen. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal vom Raum als dritten Erzieher gehört. Diese Beschreibung zeigt, dass dem Raum in der Retro-Pädagogik ein ziemlich hoher Stellenwert zugesprochen wird. Als Erzieher hat der Raum natürlich Aufgaben zu erfüllen. Wie bei der Erzieherin auch, lassen sich die Aufgaben in Nähe und Distanz unterscheiden. Zum einen soll der Raum für die Kinder sicherer Rückzugsort sein. Er bietet den Kindern dadurch Geborgenheit. Hier sind wir dann wieder bei der emotionalen Grundvoraussetzung für Bildungsprozesse. Gleichzeitig hat der Raum aber auch einen gewissen Aufforderungscharakter. Er lädt die Kinder zum Beispiel dazu ein, mit Materialien zu experimentieren und er ermöglicht die Begegnung und den Austausch mit anderen. Die Räume sind also auch wieder ein identitätsstiftendes Element in der Retro-Pädagogik. Ich hatte die Sache mit der Identität bereits beim Bild vom Kind angesprochen. Es geht auch beim Raum wieder um die Interaktion zwischen der Innen- und der Außenwelt des Kindes. Noch ein, zwei Besonderheiten der Räume. Im Idealfall sind sie groß, hell und auch frei zugänglich. Hinter dieser Architektur steht die Gemeinwesenorientierung. Die Kita als Teil des Gemeinwesens spiegelt das Umfeld der Einrichtung in der Einrichtung wider und ermöglicht gleichzeitig den Blick von außen nach innen und umgekehrt. Dadurch werden die Kinder dazu eingeladen, ihr näheres Umfeld zu erforschen. Gleichzeitig werden aber auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt oder auch der Gemeinde dazu eingeladen, die Einrichtung zu besuchen. Reggio-Einrichtungen leben also Transparenz. Ich komme nochmal kurz etwas konkreter auf die Räume zurück. Der zentrale Raum in einer Reggio-Einrichtung ist der Marktplatz. Er ist im Prinzip der zentrale Knotenpunkt des Kindergartens, von dem aus die meisten anderen Räume zu erreichen sind. Als Dreh- und Angelpunkt einer Einrichtung wird besonders der Marktplatz dem Anspruch gerecht, Begegnungsort für die Kinder zu sein. Gerne werden hier übrigens auch die Dokumentationen der Erzieherinnen und der Kinder öffentlich ausgehängt. Ein anderer wichtiger Raum ist das Atelier. Die kompetenten Kinder mit ihren 100 Sprachen, die sollen natürlich die Möglichkeit haben, sich künstlerisch auszudrücken. Und dafür steht ihnen das Atelier mit hochwertigen Materialien zur Verfügung. Dann gibt es natürlich noch die Werkstatt mit verschiedenen Materialien, die dort verarbeitet werden können und die Möglichkeit, sich zu verkleiden, sollte in einer Reggio-Einrichtung auch vorhanden sein. Es gibt noch ein paar andere Räume, aber ich kürze es an der Stelle mal ab. Ihr merkt vielleicht, das tendiert jetzt alles in Richtung Funktionsräume. Es gibt nicht in jedem Raum alles, sondern die verschiedenen Räume haben unterschiedliche Schwerpunkte. Auch wenn die Grundstruktur der Räume vorgegeben ist, die Gestaltung und Ausstattung ist nicht fix und wird nicht alleine von den Erzieherinnen bestimmt, sondern die Kinder, die können aktiv an der Raumgestaltung teilhaben. Dahinter steht der Demokratiegedanke, den ich bereits am Anfang betont habe. Wenn wir eben beim Raum waren, dann bietet es sich jetzt natürlich an, die räumliche Ausstattung näher unter die Lupe zu nehmen. Einmal habt ihr natürlich zu jedem Funktionsraum entsprechende Materialien, also dass im Atelier mit Sicherheit hochwertige Farben stehen, das sollte klar sein. Ich will aber auf etwas übergeordnete Materialien genauer eingehen. Zum einen auf die Spiegel. Ihr habt jetzt schon bei verschiedenen Punkten gehört, wie wichtig die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder in der Retro-Pädagogik ist. Und dieses Element wird natürlich auch beim Material wieder aufgegriffen. Die Spiegel sollen es den Kindern ermöglichen, sich selbst zu beobachten. Und durch diese Selbstbeobachtung sollen sie einen Bezug zu sich selbst entwickeln. Ihr erinnert euch vielleicht noch, neben dem Selbstbezug ist es in der Retro-Pädagogik auch wichtig, dass die Kinder individuelle Konzepte der Welt entwickeln. Und zwar, indem sie Dinge zueinander und zu sich selbst in Beziehung setzen. Realisiert wird das unter anderem durch das Spiel mit Licht und Schatten. Den Kindern stehen also Projektoren, Leuchttische und andere Leuchtmaterialien zur Verfügung, mit denen sie mit Licht und Schatten experimentieren können. Ihr habt bestimmt auch mal Schattenspiele gemacht und interessant ist jetzt, welchen Effekt löse ich denn im Raum aus, wenn ich ein Objekt, zum Beispiel meine Finger, mit der Lichtquelle in Verbindung bringe. Dann noch eine weitere Sache zum Material. Reggio-Kindergärten bezeichnet man auch gerne als Recycling-Einrichtungen.
Es wären nämlich Gebrauchsmaterialien aus dem Umfeld der Kinder. Ihr merkt, wir sind jetzt wieder bei dem Punkt, dass sich das Umfeld der Kinder in der Einrichtung widerspiegeln soll. Also diese Materialien werden gesammelt und in der Kita verwendet. Die Präsentation aller Materialien ist im Übrigen sehr wichtig. Räume sollen ja einen Aufforderungscharakter haben und um dem Anspruch gerecht zu werden, sollten die Materialien offen präsentiert werden und auch frei zugänglich sein. Es fordert die Kinder also quasi dazu auf, benutzt zu werden. Außerdem soll das Material gut sortiert sein. Die Kinder sollen dadurch den Wert der Materialien erkennen und verstehen, dass man sorgsam damit umgehen soll. Das war jetzt ein ziemlich langer Block, deswegen ziehe ich an der Stelle mal kurz ein Fazit. Entscheidend ist, dass die Räume und das Material die Kinder zur Eigeninitiative anregen, eben damit es zu der so wichtigen identitätsstiftenden Interaktion zwischen Umwelt und Kind kommt. Und dazu ist es wichtig, Raum und Material entsprechend zu arrangieren, also so aufzubereiten, dass diese Interaktion stattfinden kann. Und zu guter Letzt werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Projektarbeit und damit auf die Methodik und Didaktik in der Retschopädagogik. Diejenigen von euch, die sich das Video zum Situationsansatz schon angeschaut haben, denen wird jetzt vermutlich einiges bekannt vorkommen. Ausgangspunkt von Projekten in der Retschopädagogik sind die Erfahrungen, Interessen und die Lebenssituation der Kinder. In der Regel geht ein Projekt also von den Kindern aus, da ja aber verschiedene Akteure am Erziehungsprozess beteiligt sind, kann ein Projekt auch von Eltern, Erzieherinnen oder sogar der Gemeinde initiiert werden. Durch Beobachtungen finden die Erzieherinnen heraus, womit sich die Kinder beschäftigen. Diese gemachten Beobachtungen werden gedeutet, um die Interessen und damit mögliche Projektthemen der Kinder herauszuarbeiten. Ist ein Thema gefunden, an dem die Kinder gemeinsam mit der Erzieherin arbeiten möchten, greifen wieder Elemente, die wir bereits bei den Akteuren besprochen haben. Ihr erinnert euch zum Beispiel noch an die beiden Rollen der Erzieherin, also die Rolle als Begleiterin und die der Zeugin. Die Erzieherin macht aktiv bei dem Projekt mit, sie gibt Impulse und sie dokumentiert. Impulse können beispielsweise so gestaltet sein, dass die Kinder vor Probleme gestellt werden, die eigenständig gelöst werden müssen, oder dass Materialien zur Verfügung gestellt werden, die den Kindern bei der Weiterentwicklung ihres Projekts helfen können. Die Stichworte sind hier, sie nicht auf einem begrenzten Weg zu belassen und ihnen das Experimentieren mit möglichst vielen Sinnen zu ermöglichen. Ein Praxisbeispiel zur Umsetzung so einer Projektarbeit hatten wir uns vorhin schon im Schnelldurchlauf bei der Rolle der Erzieherin mit dieser Fotoaktion angeschaut. Wenn ihr noch weitere Projektideen sucht, dann werdet ihr mit Sicherheit im Internet fündig. Die Reggio-Projekte sind nämlich in der Regel ziemlich gut dokumentiert und werden auch gerne in der Öffentlichkeit präsentiert. Damit sind wir mit der Retschopädagogik durch. Sollte es jemand von euch jetzt nochmal ganz genau wissen wollen, die Quellen, die ich benutzt habe, findet ihr in der Beschreibung.